Willkommen zurück hier zu Gothic, auf dem Weg in die Orkstadt. Ich suche magisches Wissen. Dachte ich, aber scheinbar 25 Mana in einem Amulett. Scheinbar weiß Xardas auch nicht, oder kann mir zumindest nicht sagen, wo ich das finde. Und das Amulett ist schon deutlich besser als meins mit Publik 10 Mana. Gib mal her, das Ding. Kriegst auch mal ein altes dafür. Ich suche magisch. Das da hätte ich gerne. Und dafür kriegst du das. Und dann schulde ich dir wahrscheinlich noch was. Leider. Was kann ich. Das Bootamulett hätte ich gerne noch. Das vielleicht auch für alle Fälle, wer weiß. Die alten Rüstungen aus Nostalgie will ich vielleicht behalten. Was kann ich denn loswerden? Den stärksten Einer will ich behalten. Armbrust. Kann ich denn mit Armbrüsten umgehen? Nö, weg damit. Weg damit. Und mit Bolzen kann ich entsprechend auch nichts anfangen. Also gib ihm. Ups, das war ein bisschen zu viel. Will ja nicht verschwenden. So. Vielen Dank, Herr Xardas. Davor hatte ich 35 Mana zur Verfügung. Jetzt müsste ich 60, genau, 60 haben. Und ich habe jetzt sogar noch 15 Mana übrig. Weil, das Spiel das irgendwie komisch behandelt. Wenn man Mana dazu kriegt durch Items, durch Gegenstände. Ich frage mich, wie das ist, wenn ich meinen Mana steigere. Keine Ahnung. Bevor ich den Weg hier nach unten nehme, speichere ich mal lieber eine Runde. Weil gefährlich und so. So, ich glaube, der da war's. Ich weiß auch nicht, ob die Rüstungen Fallschaden blockieren. Praktisch wär's, aber effektiv weiß ich's halt nicht. Und will's deswegen eigentlich auch nicht riskieren, hier nochmal runterzufallen. So wie am Anfang, als ich ausprobiert habe, wie man hier runterkommt. Es ist ja schon ein bisschen blöd gemacht, dass man da so runterklettern, runterspringen muss. Aber hey, was soll's, es funktioniert. Und ich glaube, hier war doch irgendwo ein Bett, oder? Vielleicht da hinten in der Ecke auf dem Boden? Oder sieht das nur so aus wie so ein helles Ding? Ja, das sieht nur so aus. War hier nicht irgendwo ein Bett? Vielleicht da links hinten dran? Nö. Was ist da oben eigentlich? Ich glaube, ich bin hier unter der Leiter. Vielleicht sollte die ursprünglich bis hier runter gehen, aber tut sie jetzt nicht mehr. Wer weiß. Wo schläft Xardas eigentlich? Also oben ist kein Bett, hier unten ist kein Bett. Schläft der Typ eigentlich? Nun, mir scheint, also ich kann hier nicht schlafen. Gut, dann werfe ich mal einen Blick auf meine Karte. Vielleicht ist ja die Orkstadt eingezeichnet. Ist sie das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Keine Ahnung. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um. Was kann schon schief gehen? Vielleicht kann ich noch ein bisschen leveln. Ich glaube, ich gehe mal da hoch. Hier war ich noch nie. So, erforschen wir mal ein bisschen. Ist doch ein Rollenspiel. Bin ich ja schon mal lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bestimmt gleich zum ersten Mal. Also, nee, nicht zum ersten Mal. Weiß ich nicht, zum ersten Mal. Keine Ahnung. Aber gleich werde ich hier einmal rumgelaufen sein. Mindestens einmal. Wow. Wow. Das war unvorhergesehen. Was haben wir da drüben? Ah, Snapper. Nein, ich komme da nicht raus. Das sah so schräg aus von da drüben. Ah, hier komme ich raus. Sehr gut. Nein! Die Waffe, Junge! Oh, so viele! Thank you.
Na, komm her, letzter Razor. Dann rasiere ich dich. Haha. Wow, es war definitiv die richtige Entscheidung, hier die Crawler-Rüstung zu tragen. Wegen, wie gesagt, weil die Waffen Schaden machen, die Gegner. Und ich weiß nicht, ich hätte halt jedes Mal effektiv, glaube ich, 10 oder 15 Schaden mehr gekriegt mit der Magierrüstung. Und ich wurde gerade, keine Ahnung, wie oft wurde ich getroffen? 10 Mal? Das wären 150 Schaden. Ich hätte wohl überlebt, aber halt mit irgendwie 48 Lebenspunkten oder so. Und hätte ich ein bisschen schlechter gekämpft, dann wäre es das halt gewesen. Und so bin ich halt gemütlich bei der Hälfte meiner Lebenspunkte. Ja, das ist schon nicht schlecht, die Rüstung, muss ich sagen. Gefällt mir. Sollte ich mich heilen? Das geht schon mal schief. Nein. Nein. Hab ich gerade gesagt, ich sollte mich heilen? Das ging schon mal schief. Ich möchte hiermit offiziell anerkennen, dass ich gerade eben ein wahres Wort gesprochen habe. Komm, wenn ich schon dabei bin, dann pfeife ich mir halt auch Mana rein. Was soll's. Mach ich mich halt eben voll. Mit Zeug. Ups, das war dumm. Was habe ich denn hier alles? Oh, ganz viel Kleinkram. Sollte ich eigentlich rausschneiden? Das ist langweilig, das will keiner sehen. Und ich bin irgendwie gerade nicht gewillt, tatsächlich Tränke einzusetzen, weil ich gerade hier in Sicherheit bin. Ja. Wobei, es geht ja eigentlich. Wenn ich mich hier nicht nur alles Fleisch und so halte, dann habe ich ja hier tatsächlich Sachen wie zum Beispiel diese Heilkräuter, die 50 Lebenspunkte geben. Das ist so viel wie ein Trank. Also wie ein kleiner Trank, aber hey, wie ein Trank. Minus 1, okay, so wir gehen. Egal. Wir sind gerade echt schnell, trotz Pflanzen. Ja, Razor! Komm her! Ah! Nein! Nein! Was zur Hölle? Ich habe vorhin doppelt so viele besiegt. Warum bin ich jetzt... Ah! Das war wieder das übliche Problem. Ich konnte dem einfach keinen Schaden machen, weil er mir genau dann geblockt hat, wenn ich zugeschlagen habe. Dieser blöde Bug, ey. Jetzt komm her. Komm zu Papa. Ah! Sag mal! Was zur Hölle ist hier gerade los? Ey, was geht denn gerade ab? Ich glaube die Orkstadt, keine Ahnung wo die liegt, aber die Razorstadt, die habe ich gefunden. Die ist hier. Die Razor leben hier. Meine Güte. Irgendwie sind die da oben stärker oder ich bin außer Übung oder was weiß ich, keine Ahnung. Da unten lief's besser. Da ich gerade nicht wirklich dicht am Leveln bin, lasse ich die jetzt einfach mal sein. Ich meine, das ist hier direkt neben Xalas Turm. Ich komme hier bestimmt noch öfter vorbei. Es sei denn, die blockieren da irgendwie den Weg links hoch in die Berge. Ja, aber da kann ich vorbeilaufen. Das kriege ich hin. Ich mache erstmal die hier aus dem Weg. Die sind ja süß. So kleine Beißerchen. Beißerchen. Klingt wie kleine Zähne. So. Und sie haben Fleisch. Damit kann ich mich sogar heilen. Finde ich gut. Was ist da drüben? Wo führt dieser Weg hin? Der führt... Ah, da zurück an die Kreuzung Richtung Xalas Turm. Wo ich aber hin will, ist... nee, nicht da oben. Das sind die Grazers. Okay, da will ich nicht hin. Ich gehe also jetzt stattdessen mal nach da links in die Berge, in der Hoffnung, dass ich dort die Orkstadt finde.
Noch mehr Razor. Und es ist Abend, ich hätte doch schlafen sollen bis zum nächsten Morgen. Jetzt wird es nämlich gleich dunkel. Naja. Ach komm, mit einem werde ich fertig. Wäre doch gelacht. Sag ich doch. Sogar ohne Schaden zu nehmen. Meine Güte. Die sind halt vor allem dann richtig gefährlich, wenn sie halt auf mich draufhauen. Während ich einen anderen verprügeln will, weil dann halt mein Kampf irgendwie nicht funktioniert richtig. Das ist wohl im dritten Teil der Spielereihe noch viel schlimmer, sodass man zum Teil von zwei Wildschweinen komplett überrannt werden kann, selbst wenn man eigentlich schon ziemlich hochgelevelt hat. Aber hey, das ist der erste Teil. Waffe ziehen. Waffe ziehen. Waffe ziehen. Waffe ziehen. Geht doch. Waffe ziehen. Ja, Waffe ziehen. Sag ich doch. Danke. Warum nicht gleich? Ich hab gerade irgendwie die Steuerung so ein bisschen gesponnen, glaube ich. Och, Ocke, und stell dich nicht so an. Komm schon. Muss ich dich echt an die Wand drängen? Ich dränge an die Wand, was soll's. So, jetzt ab. Geht doch. Ah, das ist so dämlich, dass diese Viecher ohne Schaden zu kriegen meinen Schlag komplett blocken können. Tiere, ja? Die noch nicht mal eine Waffe haben mit irgendwelchen... Womit blocken die bitte? Mit Fell? Mit Knochen? Ich weiß es nicht. Nichts, was ich nicht irgendwie kaputt kriegen könnte mit meiner Axt. Ach, was soll's. Bevor es da jetzt dunkel wird, hau ich mich kurz aufs Ohr. Ich weiß ja, dass es hier rechts dieses kleine Versteck gibt. Diese kleine Höhle. Schon wieder zwei Orkhunde, die keinen Schaden kriegen. Ernsthaft? Na komm her. Na komm schon. Das gibt's doch nicht. Geht doch. So. Dann nehme ich mal das Zeug. Dankeschön. So ein Krampf. Ah, das Feuer brennt noch. Ob hier wohl regelmäßig jemand herkommt, um Holz nachzulegen und Wasser aufzufüllen? Ich weiß es nicht. Aber hier gibt es eine Schlafgelegenheit. Und in der nächsten Folge geht es dann am nächsten Morgen weiter in Richtung, hoffentlich, Orkstadt. Wie immer, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!